Das Sportliche stand an diesem Abend nicht im Mittelpunkt. Vielmehr war es eine Partie für den guten Zweck zwischen Rasenballsport Leipzig und Werder Bremen. Hintergrund war ein tragischer Unfall, bei dem ein Familienvater von 3 Kindern ums Leben kam. Werder kam mit diesem Spiel einer Bitte von Leipzigs Cheftrainer und Sportdirektor Ralf Rangnick nach, denn das Unternehmen Private Greens, für das der Mann gearbeitet hatte, führte geschäftliche Beziehungen zum Verein der Leipziger. Fußball wurde aber auch gespielt und das gar nicht mal so schlecht. 2. Minute, Yannick Sternberg auf Levent Ajicek. Und das die erste Gelegenheit in dieser Partie. Ajicek und Sternberg, 2 von 5 neuen Spielern in der Startelf von Viktor Skripnik. Einer, der richtig viel Alarm machte in den ersten 45 Minuten, das war Werders Nummer 22. Hier geschickt freigespielt von Ajicek, Finn Bartels. Halb gelupft, halb geschossen. Das kann Finn Bartels in jedem Fall besser. Aber die Richtung, die er vorgegeben hatte, war klar. Werder war in den ersten Minuten das deutlich dominierende Team vor über 4000 Zuschauern im Krandl-Stadion von Wildeshausen. Es dauerte fast eine Viertelstunde, bis auch RB Leipzig in diesem Spiel stattfand. Aber dann wurde es gleich brandgefährlich. Teigl spielt raus, dann kommt Dominik Kaiser an den Ball. Und der sieht im Rücken der Abwehr erneut Teigl. Und das war schon eine richtig gute Gelegenheit. Die beste bis hierhin von Georg Teigl. Nur 3 Minuten später auf der anderen Seite. Ajicek sucht Bartels, der gerät ins Stolpern. Kein Foulspiel, klar, aber die Situation ist noch nicht vorbei. Bargfriede in den Lauf von Levin Öztunali. Und erstmals muss sich auch Gulaschi im Tor von RB Leipzig auszeichnen. Levin Öztunali stürmte gemeinsam mit Finn Bartels. Schön das Zuspiel von Philipp Bargfriede auf Levin Öztunali. Aber mindestens genauso schön die Reaktion von Gulaschi, den Neuzugang. Er kam ja von Red Bull Salzburg. Schrecksekunde in der 20. Minute. Gibson musste mit einer blutenden Platzwunde vom Feld. Für ihn kam Youngster Bauer in die Partie. Mit 2 Bremern hatten die Leipziger aber ihre liebe Mühe und Not. Nämlich mit Levin Ajicek. Halbe Stunde gespielt. Ajicek auf Finn Bartels. Das ist der nächste. Und seine Direktabnahme geht nur knapp am Tor vorbei. Allein das Chancenverhältnis sprach eindeutig für die Grün-Weißen. Werder hatte die deutlich besseren Möglichkeiten, nur das Tor wollten sie einfach nicht treffen. Leipzig hatte Schwierigkeiten, brauchte auch noch die Unterstützung der Bremer, wie hier Lukimia für Bruno. Und dann versucht sich auch noch Demme aus dem Hintergrund. Der Ball senkt sich aber neben das Tor. Wenn es gefährlich wurde, dann meist durch Standardsituationen. So wie in der 34. Minute. Dominik Kaiser und Wiedwald kann den Ball zur Ecke klären, die aber nichts mehr einbrachte. Dominik Kaiser, der Kapitän der Roten Bullen, mit einem eher unauffälligen Spiel hier in Wildeshausen. Wir machen einen Sprung in die 38. Minute. Kaiser mit dem Ballverlust und dann Alejandro Galvez, geistesgegenwärtig, mit dem langen Ball in die Spitze für Finn Bartels, der vorbei an Gulaschi und der Führung für Werder Bremen. Herausragendes Zuspiel von Alejandro Galvez in den Lauf von Finn Bartels. Auch wenn ihm der Ball ein wenig verspringt, behält er die Übersicht und schiebt ein zur Werder-Führung. Natürlich auch zur Freude der zahlreichen Werder-Fans hier vor den Toren von Bremen. Und beinahe hätte es den Doppelschlag gegeben. Diesmal ist Fröde der Vorbereiter für Levin Öztunali. Aber diesmal ist Gulaschi der Gewinner in diesem 1-gegen-1-Duell mit Levin Öztunali. Gulaschi bekam hier mehr zu tun, als ihm eigentlich lieb war. Öztunali ist mit Ball schneller als Tim Sebastian. Aber Gulaschi macht es jetzt richtig. Viktor Skripnik wechselte zur Pause, brachte mehrere neue Spieler, unter anderem einen komplett neuen Sturm mit Uja, Mané und Melvin Lorenzen. Die sollten nochmal richtig Druck machen. Auch neu dabei Papunashvili und Marcel Hilsner. Frischer Wind sollte also reinkommen in die zweiten 45 Minuten, aber die ersten Gelegenheiten im zweiten Durchgang hatten zunächst die Leipziger. Das ist Plachreta.
Noch keine zwei Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Plachete, einer von einigen U19-Akteuren, die Ralf Rangnick mit nach Wildeshausen genommen hatte. Dann erstmal wieder Werder. Keine zwei Minuten später. Das ist der neue Usman Mané. Sieht Felix Groß. Dessen Schuss noch abgefälscht. Ecke für Werder Bremen. Die brachte nichts ein, aber eine andere wurde dagegen richtig gefährlich. Hilsner zunächst abgeblockt, aber dann versucht er sich selbst. Marcel Hilsner! Riesenschuss vom U23-Spieler Marcel Hilsner. Das attestierte ihm auch Frank Willenborg. Eine Stunde gespielt im Krandl-Stadion von Wildeshausen und dann durfte auch Leipzig mal wieder ran. Und wenn es gefährlich wurde, dann ist meist einer beteiligt. Das ist er, das ist Bruno. Nächste Gelegenheit, aber Wiedwald musste da nicht mehr eingreifen. Leipzig wollte den Ausgleich, aber Werder hatte jetzt natürlich auch richtig viel Platz zum Kontern. Uja mit dem Ball auf Melvin Lorenzen, der stand nicht im Abseits, alleine vor Bellot. Und das ist dann einfach nur Pech. Eigentlich alles richtig gemacht von Mello, von Melvin Lorenzen. Der sieht, dass Bellot aus dem Tor herauskommt. Und dann fehlen wirklich nur Zentimeter, sonst wäre das schon das 2:0 gewesen. Ja, wenn es etwas gab, das Viktor Skripnik nicht gefallen hat, dann dürfte das wohl die Chancenverwertung gewesen sein. Ansonsten machte sein Team ein richtig gutes Spiel. Die 68. Minute, das ist der eingewechselte Plachreta auf Quaschner. Auch da fehlte nicht viel. Quaschner verletzte sich da, konnte aber glücklicherweise weiterspielen. Plachreta schneller als Galvez, aber Lukimia stört Quaschner entscheidend, sodass nicht mehr dabei heraussprang. Es laufen die letzten 10 Minuten dieser Partie. Nochmal Werder, Einwurf Pavlovic. Das ist Papunaschwili auf Sternberg. Bellot kann nur abklatschen, Lorenzen ist da und es steht 2:0. 81. Minute und schön herausgespielt. Papunaschwili auf Sternberg, der die lange Ecke anvisiert. Bellot kann den Ball nicht festhalten. Und Lorenzen im Stile eines echten Torjägers vor Anthony Uja am Ball. RB Leipzig gab sich aber keineswegs auf. Sie suchten den Anschlusstreffer. Quaschner legt ab für Becher. Und der Ball streifte sogar noch leicht den Pfosten, wie man in der Wiederholung noch einmal schön sehen kann. Zwei Tore, dreimal Aluminium. Den Zuschauern wurde einiges geboten, aber noch war ja nicht Schluss. Noch einmal Werder. Das ist Papunaschwili. Georgi Papunaschwili, georgischer Nationalspieler. Im Kader ist er nicht, aber er macht eine schöne Vorarbeit für Uja. Nee, für Mané. Da klaut Usman Mané Anthony Uja den nächsten Treffer. Vorher war es Lorenzen, jetzt also Usman Mané, der zum 3:0 einschiebt. Und wieder hätte Anthony Uja das Tor wohl gerne selbst gemacht. Aber sei es drum. Es war die letzte nennenswerte Aktion in dieser Partie. Werder gewinnt mit 3:0, aber es war ja für den guten Zweck. Und da kam einiges zusammen, sodass es im Grunde an diesem Abend nur Gewinner gab.